apropos, wir könnten noch mal ganz schnell kurz ins Tech-Labor rasen. Commander, Sie haben auf Ihrem privaten Terminal eine neue Nachricht erhalten. Ist mir relativ egal, was ich erhalten habe. Die Waffe, die ist so übel. Massiver Schaden. Mittellange Aufladezeit. Und die ist so mies, die kann man nur ein paar Mal benutzen. Lol, für nichts habe ich Geld. Aber na, man kann sie höchstens ein- oder zweimal abfeuern. Okay, ich habe gerade gesagt dreimal. Dreimal ist mit allergrößter Not, wenn du alle Nebenmissionen gemacht hast, wo es schwere Energiezellen, wo sie Energiezellenkram gibt. Ansonsten trägt man das Ding die ganze Zeit nur auf dem Rücken und man schafft sonst nichts damit. Aber wenn man sich mal in einer ausweglosen Situation befindet, top. Oh, der verlassene Reaper. So, ja, andocken. Aber dafür ist es auch eine sehr effektive Waffe in Bosskämpfen, weil die machen One-Shot-Kills. Egal, was da für ein Gegner davor steht. Der kann noch so schwer gepanzert sein und alles. Der ist mit einem Schuss weg. Aber der Nachteil ist, man kann sie halt nur abfeuern, wenn sie auf 100% ist. Ansonsten nichts. Nahkampfkreaturen, schreibt doch gleich Husks drunter. Outfitwechsel. So. Der Wissenschaftler kommt mal mit. Und. Ach komm. Rand, du möchtest mit. Du bist dabei. Ja, es gibt wieder ein paar Aufrüstungen. So, was nehme ich denn mal? Inferno-Munition? Ach ja, genau. Betäubungsschuss? Nee. Oh, die benutze ich kaum. Betäubungsschuss. Grunt geht nix. Morden geht auch nix. Ah, ja, los geht's. Was ist das für ein Chaos, Joker? Ich gebe mein Bestes. Der Wind erreicht bis zu 500 km/h. Ja, wir haben Masseneffektkerze, die zerstören würde. Neben dem Reaper fliegt ein zweites Schiff. Es sendet keine FFS. Das Ladar identifiziert es als Gath. Das Ladar. Lol. Sich nicht mehr gemeldet hat. Was ist da passiert? Die Masseneffektfelder des Reapers sind noch aktiv. Wir sind soeben dort eingedrungen. Bam. Im Auge des Hurricanes, was? Ich wüsste gerne mal, was den erwischt hat. Aber Lada, der war jetzt auch schön. Es stinkt nach Blut, aber irgendwas stimmt damit nicht. Hm, nur Geld. Die Luftschleuse wurde am anderen Ende des ausgehöhlten Bereichs installiert. Wir haben mit dem Druckausgleich begonnen, um Arbeit in normaler Kleidung zu ermöglichen. Die Crew ist angespannt. Ich sage Ihnen ständig, dass es nur die Nerven sind. Eine abergläubische Reaktion auf das, wofür dieses Wrack steht. Die Leiche einer gewaltigen, uralten Lebensform. Was mich betrifft, kann ich die Atmosphäre nicht wegleugnen. Die Winkel der Wände scheinen einen niederzudrücken. Da muss auch ich
wundert mich nicht. Katalogisierung der Exemplare A203 bis B016 abgeschlossen. Kein Hinweis auf aktive Nanotechnologie. Dr. Chandana glaubt, sie wäre in den letzten 37 Millionen Jahren verrottet. Wir haben nicht genug Daten, um seine Annahme zu bestätigen. Er meint, die Wahrheit sei völlig offensichtlich. Ich mache mir Sorgen. Chandana starrt die Proben seit Stunden an. Er sagt, er hört ihnen zu. Das ist verrückt. Normandy, ein Landetrupp! Was ist da gerade passiert? Der Reaper hat kinetische Barrieren aktiviert. Ich glaube nicht, dass wir von unserer Seite aus durchkommen. Was? Nutzlos! Was? Nutzlos! Das ist geil. Wir müssen die Barrieregeneratoren von hier deaktivieren. Irgendeine Ahnung, wo sie sind? Im Moment der Aktivierung habe ich eine Hitzespitze geortet. Vermutlich im Masseneffektkern des Wracks. Übermittle jetzt die Koordinaten. Uncool. Warnung. Der Kern hält den Reaper auch auf seiner Flughöhe. Wenn wir die Barrieren also ausschalten, um zu entkommen, stürzt das Wrack in den Planetenkern. Jupp. Und das bedeutet, dass alle sterben. Versteh schon. Wenn uns irgendein Steuermann von diesem Ding runterholen kann, bevor es zu tief sinkt und zerstört wird, dann sind sie das. Wir suchen nach Überlebenden und sichern so viele Daten wie möglich. Bereithalten. Ei, ei. Weidmanns Hai. Ach. Nur sind wir nicht lieber. Was für ein Chaos. Hat sonst noch jemand Hunger? Hat sonst noch jemand Hunger? Von der Aufmachung erinnert das schon ziemlich stark an den Geff und das alles. Achtung, rechts! Zombies. Boom. Oh, aufpassen, doppelte Wellen. Ja, Mann, steh mir im Weg. Genau, danke. Ja, genau, verbrenne ihn. Nein, ich will nicht da. So, lauf. Ich dachte, die Geth hätten diese Husks gemacht. Mit Reaper-Technik. Oh. Haben die Schilde verloren. Zu spät, jetzt bist du tot. Irgendwann ärgere ich dich mal ein bisschen. Zeit zu kämpfen. Oh, er packt mich doch den Arsch. Zu spät, jetzt bist du tot. Also entweder habe ich einen Gehörschaden oder diese Husks. Muss mich verarschen, wie viele denn noch? Du hättest weglaufen sollen, jetzt geht's auf den Grill. Grunt, wieso läufst du eigentlich so weit vor? Das ist nicht gerade das Produktivste. Scharfschütze! Ein guter Schütze. So gut, dass er sich mal zu erkennen geben könnte. Nee, nee. Das sieht interessant aus. Oh, wir haben volle Munition. Los, du kommst. Mich alle aufregt.
Run, träg mich auf. Jetzt geht's auf den Grill. Brand. Oh, bist du zur Asche zerfallen? So mag ich meine Asche am besten tot. Oh, hier gibt's was. Hier gibt's was Nützliches drin, ne? Blüpp. Das erkennt man daran, dass hier keine Credits stehen. Das ist wertvoll. Schweres Hauptgewebe. Okay, geben wir die. Ja, die war hier jetzt wirklich anspruchsvoll. Kein Tisch hier, wo was drauf liegt. Alle tot sind. Cool. Der Typ gefällt mir. Shepard Kommando. Legion, du hast da ein kleines Loch. Besser gesagt, ein großes Loch. Da er sie kennt, sagen sie ihm, dass ich seine